Dieses Flugzeug löscht kein Feuer. Es lässt auch keinen Treibstoff ab. Was aus dem Flugzeugrumpf zu Boden fällt, sind Fische. Aus ca. 60 Metern Höhe werden die Jungtiere einfach abgeworfen. Der Sinn dieser ungewöhnlichen Aktion? Im US-Bundesstaat Utah werden mit dieser Methode Fische in Gewässern angesiedelt. In der Wildnis der Uinta Mountains ist dies der einzige Weg. Schaden beim Aufprall nehmen die Tiere übrigens nicht, denn dafür sind sie viel zu klein und leicht.